Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tinas Wonderlands. Nun gut, jetzt können wir hier endlich mal weitermachen. Und uns die letzten Sachen hoffentlich noch holen. Das Unheil muss verhindert werden. Okay. Haben die Zukunft retten. Ich habe vorhergesehen, wie ein unheilbringender Feind erscheint. Er kam aus dem Himmel, um die Welt zu verzehren. Wir müssen verhindern, dass das je passiert. Ich führe ein Beschwörungsritual durch, um diesen Feind hier und jetzt in diese Welt zu bringen, damit wir ihn besiegen können, bevor er seine volle Macht erlangt. Klingt logisch. Und wofür brauchst du mich? Das Ritual muss sorgsam vorbereitet werden. Mir fehlen noch drei verfluchte Götzen, um zu beginnen. Der Zauberer verstärkt euren Nahkampf. Jetzt könnt ihr die magischen Barrieren zerschlagen, die die Götzen beschützen. Es ist vollbracht. Und jetzt geh. Die Zukunft wartet nicht auf uns. Cool. So, genau. Dann will ich jetzt aber gucken, dass ich hier die Sachen noch einsammeln kann. Bleib weg von mir, Fleischsack. Du bist so. Also, zack. Einmal nach unten. So, das war, glaub sowieso hier, ne? Ja. Wie mir scheint. Na, ihr zwei. Gut, dann haben wir hier aber dann doch ganz erfolgreich. Die Frage ist halt, welchen Würfel ich jetzt hier übersehen habe. Ja, das wird sich schon noch zeigen. So. Mittlerweile kann ich die Dinger umhauen. Sehr schön. Dann einmal Würfel. Glücklicher Rangara. Oder weiß ich. Erscheint der dann irgendwie der andere Würfel? Ach, da hinten war noch einer, ja. Ich hole mir erst die Würfel und dann gehe ich das Ding mal an. Wahrscheinlich ist bei jedem einer, ne? Kann das sein? Das könnte ich mir vorstellen, dass halt bei jedem, bei jeder Barriere auch, also wo wir jetzt sowieso hin müssen, noch ein Würfel ist. Aber dann, also ich hoffe mal, dafür gibt es eine Errungenschaft, alle Würfel einzusammeln. Das war ja ein ziemlicher Akt. Ja, sehr schön. Der Glücksfaktor steigt. Damit haben wir dich. So. Ist da irgendwas in der Nähe? Einigermaßen. Tod der Königin. So, dann haben wir das. Hm.
Ah ja, da ist tatsächlich ein Würfel, den ich halt schon abgehakt habe, wie ich sehe. Warum auch immer. Aber gut, dann super. Dann haben wir das nämlich jetzt alles. So. Ja. Darf ich den? Irgendwann deine endet hier. Das glaube ich nicht, Tim. Sehr schön. So, einmal durchrennen. Genau. Super. Hallo, letzter Würfel. Oh, du hast... Moment mal. War das der letzte? Du hast alle Glückswürfel gefunden? Nein, das kann nicht sein. Ich habe eine Bazillion davon gemacht. Alle? Was? Nein. Ich streiche. Das ist Wahnsinn. Du bist Wahnsinn. Du bist der größte Zocker, der je gelebt hat. Dafür ist gar kein Erfolg vorgesehen. Oder eine Trophäe. Es gibt in diesem Skript nicht mal eine Textzeile für sowas. Ich improvisiere hier, Baby. Sag diesen Hackschreiberlingen, dass sie gefeiert sind. Denn Tina übernimmt den heißen Scheiß und schmeißt eine Party für dich, weil du alle Glückswürfel gefunden hast. Du total abgefahrenes Tier, du. Oh, und du kriegst einen dauerhaften Buff für dein Beuteglück. Gratuliere. Es gab tatsächlich keine Errungenschaft. Ihr Schweine. So eine Arbeit. Okay. Dann fangen wir mal an. Einer der Götzen ist hier. Vernichte seine bösen Wächter und bring ihn mir mit. So, auf geht's. Das ganze Fleisch macht zu einem Fressen. Nicht aus Gier, ich bin kein Zombie, aber ich kann nicht echt leiden. Genau, komm mal kurz runter, danke. So soll das also laufen, ne? Du könntest ein bisschen weniger Magie nutzen. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Ihr lasst dann auch Mondkugeln fallen. Okay, cool. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Ja. Wir reißen dir das ekelhafte Fleisch. Du gewinnst niemals! Wie viel ist es denn noch? Nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Wie wir angehen müssten. Cool, hallo. Dann übernimm doch mal meine Axt. Hey, da bleiben bitte. Nun nicht der letzte. Okay. Aber wir brauchen drei für das Beschwörungsritual. Such nach den... Jupp, sorry. Ah, alles klar, dann holen wir die anderen noch mit. Wie schnell reisen? Ich glaube, ich reise tatsächlich schnell. Okay, als nächstes gehen wir doch einfach mal dahin. Und dann hätten wir hier ja schon mal was. Die guten Tiefen. Auch, ja. Ecke, die uns lange aufgehalten hat.
Habe ich eigentlich Loot mitgenommen? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr großartig notwendig. So, dann die Nummer 2. Dankeschön. Hier ist noch ein Götze. Vernichte seine Beschützer und hol ihn dir. Bin unterwegs. Würmchen. Autsch. Nicht der Rede wert. Ah, ist gut, die sind halt alle feuerresistent, mehr oder weniger. Ich würde nicht zu nah rangehen. Au, warum? Ich habe all die Magie, die ich brauche. So, ja gut. Ist halt Feuer. Nehme ich mal kurz mit. Dankeschön. Oh, das zieht ja echt einiges ab. So soll das also laufen, wie? Aber ja, euch kriegen wir ganz gut platt. Sehr schön. Und tschüss. Du Wurm, du. Ah, ich könnte jetzt mal gucken, ob ich halt Ringe kriege. Dann kann ich die nämlich auch noch mal alle auswählen. Oder mal beide anziehen. So. Wenn ich mal welchen... Ah, ich habe sogar welche. Okay. Aber auch dafür gab es wieder keine Errungenschaft. Wie frech. Früher ging das. Hui. Na dann. Vielen Dank. Wir haben so gut wie alle Götzen für das Beschwörungsritual. Scheint so, ja. Dann hier das letzte. Das heißt, mal kurz hier rein. Bin mal gespannt, was das für ein Ritual wird. So. Und was uns für ein Viech erwartet. Das ist natürlich auch so eine Sache. Bin ich doch schon mal sehr gespannt. Irgendwann sterben wir alle. Wieso nicht ein Der letzte Götze ist ganz nah. Vernichte seine Verteidiger und bring ihn her. Mhm. Machen wir doch gerne. Du hast Freunde mitgebracht, wie? Das wird nicht reichen. Höchstwahrscheinlich nicht, das stimmt. Verwüstung im Anflug. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hm? Hm.
Ah, okay. Ja, gut, das droppt halt echt eine Menge Loot gerade. Ein Heiltrank, was? Wäre auf jeden Fall praktisch, danke. Okay, ist doch noch ein bisschen was, was wir jetzt zerlegen müssen. Bitte da bleiben, danke. So, warte doch mal ein wenig, dass man eigentlich besser abschießen kann. Sehr schön. Genau, du kannst doch mal da unten bleiben. Auslöschung beginnt. Ich glaube, das hat absolut nichts gebracht. So, haben wir euch noch nicht ganz. Jetzt. Sehr schön. Gefunden, die ich für die Beschwörung brauche. Bring sie mir und dann retten wir die Welt vor einer unheilvollen Zukunft. Gerne. Aber wahrscheinlich müssen wir die jetzt auf dem Feld platzieren. Ich verstehe. Mhm. Und zwei sind schon da. Ah ja. Ich rufe dich, Verschlinger von Welten. Ich rufe dich, Sternenfresser. Ich rufe dich, Soval. Das Portal ist geöffnet. Schreite hindurch und töte Soval. Gut, wir sagen mal Hallo. Keine, okay, keine Anzeige. Jetzt wird. Aber ich glaube, dann wird das hier auch die Finalfolge. Machen wir die auch wieder etwas länger. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Und dann passt das. Da. Da seid ihr, Herr Soval. Okay. Mehr Fleisch für den Wolf. Autsch. Mir steht der Sinn nach Rache. Dann komm. Du hast es geschafft. Du hast die unheilvolle Zukunft abgewendet. In 100 Jahren wäre Soval zu stark für diese Welt gewesen. Aber heute hatten wir dich. Kehre zu mir zurück. Sehr schön. Das war es nicht sonderlich erfolgreich, aber hey, wir haben Soval erledigt. Die Zukunft strahlt hell, dank dir. Aber es gibt noch andere Gefahren als nur Soval. Nimm diesen Zauber und besinne dich deiner Stärke, wenn der schwarze Wind aufkommt.
Cool. Ja, aber ich glaube, das kann halt auch alles weg. Gut, da haben wir, glaube ich, jetzt wirklich alles erledigt. Auch hier 100%. Alles klar, ab nach Brachthof. Und dann holen wir uns Belohnung, die Königin, beides. Wir werden sehen. Mal kurz Zeug loswerden. So, hallo, hallo, hallo. Ab in den Palast. Ich werde noch direkt hinreisen können, sehe ich gerade. Naja, egal. Passt schon, passt schon. Glanzwelk. Na, wen haben wir denn da? Willkommen in meinem Gefängnis, Schicksalsbringer. Ich hab da was, das dich vielleicht interessiert. Hm? Hallo, na? Ich dachte, dass mir Ihre Majestät eine Lektion erteilen wollte, als sie mich in dieser Burg einsperrte. Doch sie hatte weitaus Größeres im Sinn. Ich bin nicht der Einzige, der hier einsitzt. Unser Bunkermaster, er ist komplexer, als ich ihr zugetraut habe. Trotz all dem Chaos in den Wonderlands hat sie ihre niedersten Instinkte gut versteckt. Hier, die Chaoskammer. Was ich als Seelenenergie kenne, kennt sie als Wunder und Vorstellungskraft. In den richtigen Händen kann man damit die Welt retten. In den falschen Händen. Na, ich denke, das hat unser großer Höhepunkt in Akt 3 gezeigt. In dieser Chaoskammer verbergen sich alle unfairen Kämpfe und nicht ausgewogenen Beutegegenstände, von denen sie je geträumt hat. Ich wollte herausfinden, was sich im Zentrum dieses kreativen Wirbels befindet, aber Würfel hören nicht auf Nichtspielercharaktere. Diese Macht gehorcht mir nicht mehr. Dir dagegen schon, Schicksalsbringer. Betritt die Chaoskammer. Besiege das Schlimmste, was sie dir entgegenwirft. Keine Ahnung, was dich im Inneren erwartet. Aber eins ist gewiss, du gehst gestärkt daraus hervor. Okay, dann werden wir mal einen Lauf machen. So, vielen Dank dafür. Na komm, können wir gerade verkaufen, jetzt wo wir da sind. Dann schauen wir mal. Zum Abschluss. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Du bist bereits tot. Du weißt... So. Hoffentlich habt ihr mehr zu bieten, sonst seht ihr alt aus. Das war's mit dir. Autsch. Was sind das für Dinger? Irgendwas Neues. Cool.
So. Wie viel ist es denn? Genau, oh, was ich gebraucht habe. Sehe ich gar nicht mehr so viel. Hattest du Spaß? Ich habe hier eine kleine Investition für dich. Mhm. Die Chaoskammer belohnt jene, die sich Herausforderungen stellen. In diesen Kristallen stecken Flüche. Akzeptierst du einen Fluch, wird der Kampf schwieriger, die Belohnung aber umso schöner. Gut, okay, leichte, mittel und schwere Flüche. Ich nehme die Finsternis. Zerschmettere jetzt diesen Würfel und ernte deine Belohnung. Bei jeder Begegnung gibt es einen Würfel. Sollte es dir aber gelingen, andere Ziele abzuschließen, erscheint ein zweiter. Die gesammelten Kristalle kannst du an den Altären nutzen. Ihre Segen können dich stärker und einen schmerzhaften Tod etwas unwahrscheinlicher machen. Etwas. Okay. Schusswaffenschaden. Ja, ich glaube, mehr Schaden. Wäre cool. Wir sehen uns nach dem nächsten Kampf. Oder bei deinem Tod. Ich bin nicht wählerisch. So. Okay. Dann drückt halt für Endkampf. Elitekampf, okay. Ah, okay. Dann können wir uns hier noch ein paar Dinger holen. Wenn nötig. Wahrscheinlich werden sie das. So, da haben wir noch eine Badass-Koboldwaffe. Verhindere, dass die Statue zerstört wird. Ah, okay. Nicht der Rede wert. Oh. Den kannst du haben. So, das haut hier doch ordentlich rein. Ah, alles klar. Und der Kampf ist geschafft. Sehr schön. So, alle Trolle platt. Dann. Partyzeit. Du hast es weit gebracht. Große Belohnungen erwarten dich, wenn du alles überlebst, womit die Chaoskammer dich herausfordert. Aber du musst wählen, ob du deine Kristalle am Altar ausgeben oder am Ende gegen Beute eintauschen willst. Okay. So, ich glaube, eine Runde mache ich da noch. Das war auch wieder bei einer halben Stunde. Ich glaube, das sollte dann passen. Das wäre dann für Dings. Oh. Mach dich bereit,
für den Handwerker. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Die Auslöschung beginnt. Das auf jeden Fall. Zauber sind geladen. Gut gegen alle Arten von Wehwehchen. Ja, alles klar. Haben wir noch eine Minute? Sollte passen, denke ich. Obwohl, wir haben auch erst die Hälfte, sehe ich gerade. Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Ja, ja. Das passt schon. Aber ja, wie gesagt, das ist halt alles nur noch Beschäftigungstherapie hier. Von daher... schaue ich da halt einmal kurz rein und dann ist gut. Gut, Krieger, kriegen wir dich noch platt? Ja, gerade so. So, danke dafür. So, gut. Das war's ja auch. Sehr gut. Sehr praktisch. Okay. Doch noch ein Kampf, okay. Mhm. Ach, und hier kann ich dann noch, ja. Bevor wir herkamen, war ich nicht sicher, aber jetzt schon. Hier ist eine Präsenz, die alles geschehen lässt. Dieser Schöpfer will deine Kristalle und verspricht Belohnungen. Wähle weise. Oder auch nicht. Sind ja nicht meine Kristalle. Genau. Ja, ich hätte gerne ein neues Schaftsgewehr vielleicht. Das war jetzt was? Wahrscheinlich das, was du einfach hingepackt hast. Na gut. So, das war's dann tatsächlich mit Tiny Tina's Wonderlands. Ich bedanke mich, genau. Fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Mal schauen, was dann uns als nächstes Projekt erwarten wird. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Die anderen Borderlands-Teile könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Genau wie auch jetzt den dritten Teil, der ja dann zeitlich danach spielt. Link wird dann gleich oben eingeblendet werden. Und von daher, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, danke fürs Zuschauen. Euer Peacemaker.